danke euch. Ich muss vorweg sagen, ich muss ein bisschen lachen, weil den Abschlussvortrag zu machen, das hat so ein bisschen was, jetzt hat sie das letzte Wort und das macht so was Hierarchisches auf, so ist es nicht gemeint, sondern ihr wisst ja, es gibt immer die 5 Führungsjoker und es geht jetzt auch nicht darum, dass ich hier stehe, um zum Schluss nochmal euch zu belehren, sondern es geht vielmehr darum, uns alle, mich eingeschlossen, zu ermutigen und das im Grunde genommen abzuschließen, was wir jetzt den ganzen Tag erlebt haben. Und wie ich jetzt weiß, seit Tupoka gesprochen hat, das, was ihr vorhin gehört habt, auch nochmal ein Ding ja, auch nochmal zu vertiefen in eine andere Richtung, denn ich bin eine weiße Frau und halte jetzt auch einen ziemlich emotionalen Vortrag. Habe deswegen auch Karten dabei, weil ich mir sonst nicht zutraue, dass ich das schaffe. Ich war ganz erleichtert, dass Tupoka auch ein paar Zettel hatte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das ist sonst zu aufregend für mich. Ich möchte jetzt diese Tagung abschließen oder dieses Fachforum. Wir haben gelacht auch über dieses Wort, weil auch diese Wörter ja immer so was Hierarchisches aufmachen. Aber ich möchte eigentlich dieses Fest beenden mit einer Ermutigung zur Emanzipation. Und was bedeutet denn eigentlich Emanzipation? Und dafür werde ich euch jetzt einfach erstmal ganz einfach die Definition aus Wikipedia vorlesen, was eigentlich Emanzipation laut Wikipedia bedeutet. Emanzipation stammt, das ist jetzt albern ein bisschen, von dem lateinischen Emancipatio. Es ist jetzt auch wieder sehr lustig, den Vortrag so zu beginnen, aber ihr haltet durch. Was Entlassung des Sohnes aus der väterlichen Gewalt oder auch die Freilassung eines Sklaven bedeutet. Und an dieser Stelle gibt es natürlich auch die Referenz an den Film 12 Jahre ein Untertan? Fragezeichen. Das war natürlich auch kein Zufall. Viele von euch, vielleicht auch alle, kennen bestimmt den Film 12 Years a Slave. Und daher kommt es natürlich. Und ich werde jetzt über Bildung sprechen und denke, dass wir eine Emanzipationsbewegung im Feld Bildung brauchen. Weiter geht's mit Wikipedia, weil das doch ganz interessant ist für uns. Im 17. und 18. Jahrhundert erfolgte eine Bedeutungsverschiebung. Aus dem Akt des Gewährens von Selbstständigkeit wurde eine Aktion gesellschaftlicher und insbesondere politischer Selbstbefreiung. Das heißt, ich lasse dich nicht frei, sondern du musst dich selbst befreien. Neben die äußere tritt die innere Emanzipation als Befreiung aus eigener Unmündigkeit und den Fesseln von Tradition, gesellschaftlichen Normen und vorgegebener Weltanschauung. Ziel emanzipatorischen Strebens ist ein Zugewinn an Freiheit oder Gleichheit im Sinne von Gleichberechtigung oder Gleichstellung, meist durch Kritik an Diskriminierung oder paternalistischen Strukturen oder auch die Verringerung von zum Beispiel seelischer, ökonomischer Abhängigkeit etwa von den Eltern. Das wäre jetzt erstmal Emanzipation. Und ich werde jetzt darüber sprechen, was das Ganze meiner Ansicht nach mit Bildung zu tun hat. Also wenn wir an einen emanzipatorischen Prozess denken, dann ist die Grundvoraussetzung dafür Ich-Stärke. Und dafür hat Jesper Juhl ein sehr schönes Wort, Integrität. Ihr erinnert euch, vorhin hatten wir noch diese 3 blauen Begriffe da liegen. Integrität ist eigentlich das Stichwort und bedeutet so viel wie Treue zu sich selbst oder Ich-Stärke. Und wie könnt ihr euch damit verknüpfen? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Das ist eigentlich das, was nur euch selbst ausmacht. Und das sind eure Bedürfnisse, eure Grenzen und eure Fähigkeiten. Und die Frage ist, können wir diese erkennen, können wir diese wahrnehmen, wenn wir in einem System sind, in dem wir eigentlich die ganze Zeit Bewertung erfahren? Trauen wir uns dann eigentlich, unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen tatsächlich zu erkennen, ernst zu nehmen und sie auch nach außen zu verteidigen? Das ist Integrität und spannend dabei war eben der Zusammenhang, den Jesper Juhl hergestellt hat, weil er von der Elternerziehung ausgehend gesagt hat, das Drama bei der Elternerziehung ist es, dass wir auf der einen Seite immer denken, es gibt das Autoritäre, du machst, was ich dir sage, und auf der anderen Seite gibt es den Wunsch, das Kind frei zu lassen und dann darf das Kind machen, was es will.
Und es gibt aber eben halt nicht nur dieses Beides, weil ihr kennt das ja alles selbst, wenn ich sage, macht mal alle, was ihr jetzt wollt, dann merke ich, dass ich meine eigene Integrität überschreite, weil dann geht es vielleicht über meine Grenzen. Und wenn ich zu lange über meine eigenen Grenzen gehe, dann werde ich irgendwann ungerecht und fange an, plötzlich ins Autoritäre zurückzukippen. Und ja, Jesper Juhl hat gesagt, dass es eben halt nicht nur diese beiden Dinge gibt, sondern es gibt ein drittes, ein ganz anderes. Und das geht eben davon aus, dass jeder Mensch ein Vorbild sein kann für einen anderen Menschen in der Art und Weise, wie er oder sie, er sie es ist. Das heißt, jeder Mensch hat seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Grenzen und Potenziale und ist darin ein Role Model für das Kind. Und das würdest du anders machen als du anders. Es gibt nicht die Tabelle, es gibt nur die Skala. Und ich bin aber darin transparent. Und wenn ich sage, das geht für mich nicht, dann kann ich das dir sagen und vorleben, wo meine Grenzen und meine Bedürfnisse sind. Und damit würde ich es schaffen, dass mein Gegenüber auch lernt, seine eigenen Schutzräume zu bauen, seine eigenen Grenzen, aber auch seine eigenen Bedürfnisse und dann auch seine eigenen Stärken wahrnehmen kann. Das war die Idee von Jesper Juhl und ich habe mich ehrlich gesagt immer gewundert, warum ist das eigentlich nie in unseren Schulen angekommen? Warum ist das denn eigentlich in der Elternerziehung geblieben? Ja, und das ist deswegen für mich dramatisch, oder ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, nämlich, dass diese Gedanken von Jesper Juhl in die Schule kommen, weil ich Integrität, genau wie Jesper Juhl, für die Grundvoraussetzung halte, um Gleichwürdigkeit herzustellen. Und wir haben ja heute Morgen schon ganz viel über Gleichwürdigkeit auch gesprochen. Ich möchte die Assoziation auch noch mal in den Raum bringen. Gleichwürdigkeit, da denken wir an Würde. Und ich möchte es, obwohl ihr es wahrscheinlich im Kopf habt, noch einmal sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht dahinter. Und wenn ich einem anderen Menschen begegne, dann geht es um die Würde des Menschen. Und was kann es Schöneres geben, als in gleicher Würde zu sein? Und wir schaffen das aber aus meiner Sicht nicht, ohne zuvor an unserer Integrität zu arbeiten. Und das möchte ich in diesem Vortrag beleuchten, warum das so wichtig ist, dass wir Ich-Stärke entwickeln und Selbstwert, damit wir es schaffen, in die Gleichwürdigkeit zu kommen und dann hoffentlich auch in die Emanzipation. Und warum ist das alles so wichtig oder warum spreche ich überhaupt darüber? Jetzt fahren wir einmal so raus, nach oben und schauen uns kurz mal unsere Situation außerhalb dieses geschützten Raumes an, was gerade um uns herum eben halt los ist. Wir haben derzeit das Problem, dass in großen Teilen unserer Gesellschaft das Vertrauen in die Demokratie schwindet. Und gleichzeitig erleben wir, dass faschistisches Gedankengut wieder salonfähig wird und jetzt sogar inzwischen als bürgerliche Position bezeichnet wird. Und das hatten wir in Deutschland schon einmal. Und natürlich, ich weiß, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber die Muster in den Köpfen der Menschen wiederholen sich sehr wohl. Wir wissen das alle, dass wenn wir an inneren Mustern nicht ganz bewusst arbeiten, dann verdrängen wir sie letztendlich und dann entfalten sie Kraft an einer Stelle, wo wir es nicht wollen. Und das heißt, vor Mustern können wir uns durchaus fürchten und die Muster wiederholen sich, wenn wir nicht dran arbeiten. Und welche gedanklichen Muster zum Faschismus führen, das ist ausreichend analysiert worden. Das ist eigentlich total bekannt und transparent. Und ich stelle mir die Frage, oder uns allen jetzt, ob wir es als Gesellschaft jetzt schaffen, jetzt 2019 an diesen gedanklichen Mustern zu arbeiten, bevor größerer Schaden entsteht. Und in meiner Wahrnehmung passiert diese Anstrengung derzeit zu wenig, also insbesondere nicht auf politischer und medialer Ebene, wenn zum Beispiel eine Moderatorin die AfD als bürgerliche Partei bezeichnet. Und an dieser Stelle ganz deutlich, es geht mir hier nicht darum, Menschen auszuschließen, aber Haltungen und Handlungen sehr wohl. Ich schließe Haltungen und Handlungen an der Stelle aus, wenn diese die Errungenschaften der Demokratie per se in Frage stellen.
Wenn nämlich freies Denken, Gleichwürdigkeit, Vielfalt und nicht zuletzt die Würde des Menschen zur Disposition stehen. Solche Positionen können nicht mit dem Verweis auf demokratische Werte wie zum Beispiel Meinungsfreiheit moralisch eingefordert werden. Das ist total paradox, weil solche Gedanken in der Konsequenz alle demokratischen Werte und Haltungen und damit die Demokratie an sich unterlaufen und in der Konsequenz zerstören. Andererseits ist schon klar, unsere Demokratie ist noch nicht toll. Es muss noch vieles weiter gedacht und weiterentwickelt und bestehende Ungerechtigkeiten behoben werden. Aber das geht eben meiner Meinung nach nur durch eine also eine bewusstere Durchdringung und konsequentere Anwendung demokratischer Werte und eben nicht durch ein Zurück in angeblich goldene frühere Zeiten. Also da frage ich mich immer, welche eigentlich genau? Meine These ist tatsächlich, demokratische Kernkompetenz kann bei uns allen, bei jedem einzelnen Menschen nur durch einen anstrengenden persönlichen Emanzipationsprozess erreicht werden. Nämlich durch eine Befreiung von internalisiertem Gehorsam und Anpassungszwang. Mir scheint nämlich ein unbewusstes, verinnerlichtes Obrigkeitsdenken bei uns allen ein eingeimpftes Muster zu sein, das eine konstruktive Weiterentwicklung von Vielfalt und Demokratie verhindert. Und das ist eine steile These und deswegen werde ich die jetzt im Weiteren ein bisschen veranschaulichen. Es geht mir nämlich jetzt hier nicht um eine einzige richtige Haltung, sondern eben insgesamt um demokratische Kernkompetenz. Und das möchte ich einmal definieren, was ich damit meine. Es geht um den Willen bzw. die Bereitschaft, unterschiedliche Meinungen und Haltungen kennenzulernen, überhaupt erstmal kennenzulernen, zu respektieren und sich trotz aller Verschiedenheit und trotz aller unwohler, vielleicht auch ruckeliger Gefühle gleichwürdig, menschlich gleichwürdig zu begegnen und das Gemeinsame konstruktiv zu versuchen. Und auch das, was sich ruckelig anfühlt, durchzustehen in gemeinsamer, gegenseitiger Würde. Das, glaube ich, ist demokratische Kernkompetenz. Und ich frage mich, warum klappt das im Moment scheinbar nicht so richtig? Und ich habe es schon gesagt, ich glaube, wir sind zu sehr Untertanen im Geiste. Eine weiterentwickelte Demokratie erfordert freie, emanzipierte Menschen, die sich nicht ohnmächtig fühlen, sondern die selbst Verantwortung übernehmen. Und was meine ich mit Untertanenhaltung? Also der Verlust an Vertrauen in diese demokratischen Grundwerte steht in direktem Zusammenhang mit einem Ohnmachtsgefühl, das sich beispielsweise in der Aussage oder dem Gefühl ausdrückt, die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Oder ich als einzelner Mensch habe keinen Einfluss darauf, was im Ganzen passiert. Ich alleine kann ja nichts machen. Ich bin Opfer eines Systems, das ich nicht ändern kann. Das ist eine Ohnmachtshaltung. Und ich denke, selbst wenn unbestritten Ungerechtigkeit herrscht und de facto sehr viele Menschen ganz real durch unser System Ungleichheit und Herabsetzung erfahren, ist es ein Unterschied, ob ich daran glaube, dass ich durch mein Handeln einen Unterschied machen und die Entwicklungen mit beeinflussen kann, das wäre Selbstwirksamkeit, oder ob ich mich als Spielball der Umstände oder höher gestellter Personen empfinde. Und sich selbst als Opfer der Umstände oder höher gestellter Personen zu fühlen, selbst wenn es zu 100% tatsächlich so ist, das ist das Fiese jetzt, blockiert die Möglichkeit zu handeln. Und macht eine Selbstbefreiung aus diesem Zustand unmöglich. Das macht die Sache doppelt schlimm. Und noch ungerechter, die Grundbedingungen für so einen emanzipatorischen Prozess, für eine Selbstbefreiung, nämlich Selbstwert, Selbstwirksamkeit und soziale Anerkennung, sind in unserer Gesellschaft sehr ungleich und sehr ungerecht verteilt. Darauf komme ich gleich noch ausführlicher zurück. Und trotzdem, das Fatale daran ist, dass eine innere Gehorsams- und Anpassungshaltung, also dieses sich fügen, weil ich ja selbst nichts machen kann, die Ohnmachtshaltung nur immer weiter verstärkt, egal wie berechtigt sie ist. Sie spielt den GegnerInnen der Demokratie in die Hände.
Und in unserer derzeitigen gesellschaftlichen Situation halte ich es deswegen für zentral wichtig, diese verinnerlichte Gehorsamshaltung zu hinterfragen und in der Folge ein Ohnmachtsgefühl zu überwinden, egal wie stark es ist. Denn je mehr Menschen eine Untertanenhaltung ausbilden, desto wackeliger wird unsere Demokratie, desto salonfähiger werden gegenwärtig autoritäre und leider auch faschistische Positionen. Denn die Demokratie lebt eben nicht von einigen wenigen, die da oben gestalten, sondern von uns, vom verantwortungsvollen Gestaltungswillen und Können der vielen, verschiedenen. Eine Demokratie braucht Menschen, die auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen und darauf, dass sie die Gesellschaft aktiv und auf der Basis ihrer eigenen Fähigkeiten mitgestalten können. Kurz, eine Demokratie braucht Menschen mit einem stark ausgebildeten Bewusstsein für die eigene Integrität. Ich stärke Selbstwertgefühl. Und wie ist es zu erklären, dass derzeit so viele Menschen eine Untertanenhaltung ausgebildet haben? Ich glaube, die Ursache liegt zum einen darin, dass in Deutschland noch immer unbewusst eine Obrigkeitshaltung durch soziale Prägung internalisiert ist, also verinnerlicht ist. Und zum zweiten darin, dass diese Haltung durch Institutionen und Strukturen weiter verfestigt wird, statt sie gezielt und systematisch zu unterlaufen. Denn wer selbst zur Anpassung erzogen wurde, ist in gewisser Weise immer von der Bewertung und Bestätigung durch den inneren autoritären Vater abhängig als Bild. Also durch die Anerkennung von höher gestellt empfundenen Personen. Also ich mache irgendwas und dann gucke ich gleich, wie die nächsthöhere empfundene Person das findet. Das ist auch der Facebook-Mechanismus. Schnell mal checken, wer das alles geliked hat. Wir alle sind von diesem inneren autoritären Vater geprägt, nämlich von der weißen, männlichen, akademischen Perspektive, die seit sehr langer Zeit unsere gesellschaftlichen Strukturen prägt. Und es geht hier nicht gegen die Männer. Ups, es geht nicht gegen die Männer. Die weißen, akademischen Männer sind hier als Eltern gemeint. Als Eltern zu verstehen und wir quasi als die pubertierenden Kinder, die im Moment versuchen, immer brav zu sein oder zwischendurch mal so ein bisschen bockig rummohren. Aber das reicht nicht. Es ist Zeit, tatsächlich in die eigene Verantwortung zu gehen. Das ist eigentlich nämlich auch Aufgabe von Erziehung. Und Eltern empfinden einen Schmerz, wenn ihre Kinder weggehen und selbstständig werden. Aber das müssen wir jetzt machen. Und wir erleben den Schmerz ja auch von den Vätern. Aber das müssen wir halt aushalten. Das ist gesund. Und es geht mir darum, dass wir alle verstehen, das ist nämlich so, dass über Jahrhunderte weiße akademische Männer, die waren das, die unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unser soziales Verhalten geprägt haben. Und das ist eine Perspektive auf die Welt unter sehr vielen. Aber leider ist es nun mal jetzt, das ist klar, die Perspektive, an der wir uns logischerweise ausrichten. Immer noch. Denn es ist der gedankliche Raum, in dem wir sozialisiert wurden. Und wo kommen in dieser Folge, wenn wir darüber nachdenken, wo kommen wir in Konflikt mit unserer eigenen Integrität? Das möchte ich kurz mal spürbar machen. Also mit dem, was uns eigentlich ausmacht, das erkennen wir persönlich immer daran, wenn wir einen eigenen Impuls, einen Gedanken oder ein Gefühl unterdrücken. Aus Angst, dass irgendjemand das peinlich findet oder dass es irgendwie nicht intellektuell genug ist oder nicht wissenschaftlich genug oder was weiß ich, irgendwie peinlich halt. Immer wenn wir eigentlich so einen kurzen Impuls haben von, das möchte ich machen, ah nee, das geht ja nicht. Da kann man es so ein bisschen spürbar machen. Diese innere Abhängigkeit von äußerer Bestätigung blockiert das Ausbilden unserer eigenen Integrität und unseres Selbstwertgefühls. Denn das ist ein längerer Prozess. Also wir können das ja nicht einmal schnippschnell herstellen, sondern das ist ja, wir müssen das ja langsam ausbilden über Stufen, unsere Integrität. Und wenn wir schon bei jedem kleinen Flattern des Herzens schon gleich wieder einen Rückzieher machen, können wir es gar nicht ausbilden. Und wenn mein Selbstwertgefühl vom Lob und der Anerkennung anderer abhängt,
also wie gesagt auch Facebook, Instagram, dann verlerne ich die Fähigkeit, meine eigenen Bedürfnisse und Potenziale wahrzunehmen und diesen zu vertrauen. Ich verlerne es, frei vom Urteil anderer zu sein und ich verliere die Fähigkeit, Regie über mein eigenes Leben zu führen. Das tun dann andere. Und das war übrigens schon immer gefährlich. Und an dieser Stelle, vielleicht kennen einige von euch den Film von Michael Haneke, Das weiße Band. Da können wir das sehr schön beobachten, was nämlich diese Sozialisation und Erziehung an internalisierten Mustern wirklich macht und dann ganz real zu Handlungen führt. Und in dem Film geht es um die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und das Ganze mündet dann in das ganze Desaster. Der Film ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen in diesem Zusammenhang. Ja, es ist leider so, wir alle sind in gewisser Weise zur Anpassung sozialisiert worden und haben über Anpassung an die herrschende, weiße, männliche, akademische Perspektive Anerkennung erfahren, die wir nämlich dann verteidigen, oder Abwertung, wenn wir ihr nicht entsprochen haben. Und dadurch sind Wunden entstanden. Und insofern sind wir alle nicht frei von diesem internalisierten inneren Vater. Und diese innere Abhängigkeit können wir nur überwinden und Selbstbestimmung nur erreichen durch einen eigenen emanzipatorischen Prozess. Und der ist immer mit Kraftanstrengung und Schmerz verbunden. Deswegen gibt es halt keine Tipps und Tricks, sondern das dauert einfach länger. Es hat Hüseyin ja auch gesagt, es sind viele Stufen und wir können nicht gleich zur Skyline. Der emanzipatorische Akt besteht darin, sich eben von dieser Abhängigkeit mal zu befreien und stattdessen die eigene Integrität zum Maßstab des Handelns zu machen. So, und jetzt komme ich zu dem, was ich angekündigt habe. Was sind denn die Grundvoraussetzungen für so einen emanzipatorischen Prozess? Also für Mündigkeit, Selbstbestimmung und so weiter. Was auf den ersten Blick vielleicht erstaunlich ist, dass ein emanzipatorischer Prozess bei denjenigen am wahrscheinlichsten ist, bei denen der Schmerz durch Ausgrenzung am größten ist. Denn wer satt in der Mitte der herrschenden Norm sitzt, ist häufig blind. Sowohl für die eigenen als auch für die Bedürfnisse und Grenzen anderer. Weil er sie es für die eigenen Bedürfnisse nie wirklich ernsthaft kämpfen, nie wirklich schmerzhaft dafür einstehen musste. Dabei wurde dann aber, und das ist das Fatale, schleichend und oft unbewusst die eigene Integrität zugunsten der allgemeinen Anpassung an die herrschende Norm unterdrückt. Deswegen sind es oft genau diejenigen, die keine ernsthafte Herabsetzung oder Ausgrenzung erlebt haben, die die Tatsache leugnen, dass äußere gesellschaftliche Startvoraussetzungen für emanzipatorische Prozesse sehr ungleich und sehr ungerecht verteilt sind. Auch ich selber konnte das erst sehr spät sehen. Denn diejenigen, die sich innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Denkmuster, ich habe sie gerade beschrieben, also diejenigen, die innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Denkmuster ohne größere Opfer sich anpassen können, wie übrigens auch ich selbst, wissen erstmal nicht, was Freiheit ist, weil sie nie drum kämpfen mussten. Sie sind aber äußerlich eigentlich frei, innerlich aber unfrei, weil sie unbewusst angepasst, unbewusst gehorsam sind und sich der eigenen individuellen Wirksamkeit gar nicht bewusst. Der innere Drachen oder so, der ist ja nie rausgekommen. Der schläft. So ging es auch mir selber, bevor ich schockartig aus dieser Blase rauskatapultiert wurde. Tatsache ist, die einen starten auf einer äußerlich, also gesellschaftlich vorteilhaften Basis, also weit vorteilhafter als die anderen. Ich auch. Wir, ich mache ein Zitat an Walids Gruppe, wir weiße Kartoffeln, hätten rein äußerlich beste Voraussetzungen zur Selbstbefreiung, nutzen sie aber nicht oder zu selten, weil wir innerlich oft kein Bewusstsein für die eigene Integrität entwickelt haben. Denn uns fehlt die Schmerzerfahrung wirklicher Ausgrenzung und deswegen können wir gar nicht sehen, was das Problem ist, beziehungsweise was ein emanzipatorischer Prozess für uns persönlich bedeuten würde und könnte. Und deswegen sind wir innerlich unfrei und fühlen uns diffus trotzdem ohnmächtig, obwohl wir es de facto nicht sind.
Ja, und das wären, wie ich sie nenne, die Satten, also die weißen Kartoffeln. Ja, und die anderen erleben den Schmerz der Ausgrenzung so existenziell, dass sie quasi gezwungen sind, sich dazu zu verhalten. Entgegenhalten oder anpassen, beides auf Kosten der eigenen Integrität. Dadurch entsteht spürbarer, unerträglicher Schmerz. Diese Menschen sehen das Problem sowohl im Außen als auch spüren sie es im Innern. Man könnte also sagen, sie hätten die besseren inneren Startvoraussetzungen für einen emanzipatorischen Prozess. Zumindest was Bewusstsein angeht. Aber die äußeren gesellschaftlichen Bedingungen sind für sie unverhältnismäßig viel schwerer als für diejenigen, die selten oder nie Ausgrenzung erleben. Und in diesem Abgrund der Ausgangssituation sehe ich das Drama begründet, das sich derzeit im Schulsystem abspielt und weit darüber hinaus. Es gibt die satten, blinden, Unbefreiten, die sich ohnmächtig fühlen. Und die ausgegrenzten Bewussten, die ohnmächtig sind durch das System und kämpfen, sich selbst zu befreien. Und mit diesen Befreiungsversuchen lösen sie Abwehr und Ängste bei den Satten, den weißen Kartoffeln aus. Weil diese Emanzipationsimpulse die verdrängte Schattenseite der Satten triggern. Ich habe selbst quasi etwas verdrängt und das bewegt sich jetzt, wenn ein freier Mensch mir gegenübersteht. Und das fühlt sich nicht gut an. Also erstmal. Ja, weil bei uns meldet sich nämlich dann sehr unangenehm das verdrängte Selbst, wer wir eigentlich sind. Statt sich jetzt, das wäre jetzt eine geile Lösung, statt sich jetzt mit den Bewussten zu verbünden, stellen sich aber die Satten reflexartig vor die herrschende Norm und verteidigen ihre Burg. Und sehen gar nicht, dass genau diese Burg eigentlich ihr Gefängnis ist. Und durch diesen Unmachtsmechanismus werden die äußeren Bedingungen für die Ausgegrenzten wiederum noch weiter verschlechtert, weil die Burg wird befestigt. Und für diejenigen, die aber in der Burg sind, werden die Bedingungen auch verschlechtert. Denn glücklich ist mit diesem Zustand keiner. Weder draußen vor der Burg noch in der Burg. Deswegen ist es wahrscheinlich gerade so wahnsinnig attraktiv, sich in eine vermeintlich goldene Vergangenheit zu flüchten und sich Augen und Ohren in Bezug auf die Zukunft zuzuhalten. Dabei müssten wir alle die Burg verlassen und gemeinsam das Neue versuchen. Ja, ich habe Hoffnung, trotz allem. Scheinbar bin ich mir da auch mit Tupoka einig. Denn wie wir sowohl aus kleinen eigenen Geschichten in unserem Leben als auch aus Filmen wissen, können emanzipatorische Prozesse durch andere Menschen und durch emanzipatorische Settings initiiert und ja, getragen werden. Und ich erinnere an die Filme zum Beispiel Die Farbe Lila, Billy Elliot, Harvey Milk und Forrest Gump, auch nicht zu vergessen. Und durch andere Menschen, die Vorbilder sind, und durch bewusst emanzipatorische Settings, zu denen ich auch gleich noch was sage, können ungleiche Startvoraussetzungen abgemildert und Ermächtigungsprozesse ermöglicht werden. Ja, und genau das ist übrigens eigentlich Aufgabe von Bildung in einer Demokratie. Also, was wir brauchen. Ein emanzipatorischer Akt bei jedem Einzelnen von uns ist notwendig, um Selbstwert zu entwickeln und Selbstwirksamkeit direkt zu erfahren und ein freier, mündiger Mensch zu werden. Nur wer die internalisierte Untertanenhaltung überwindet, kann unsere Demokratie aktiv mitgestalten, Verantwortung übernehmen und im Bildungsbereich und anderswo in anderen Menschen emanzipatorische Prozesse initiieren. Denn nur wer selbst frei ist, kann Freiheit in anderen ermöglichen. Das Drama derzeit in unserer Schule, in unseren Schulen und unserem Bildungssystem und auch das Absurde ist aber, dass eine Gehorsamshaltung weiter verstärkt wird, statt ihr bewusst entgegenzuwirken. Und das geht sogar gerade noch mal einen Tick nach in die falsche Richtung, wie ich denke. Trotz buntem, freundlich, demokratisch erscheinendem äußeren Erscheinungsbild wirkt in unseren Schulen noch immer ein tief verwurzeltes Obrigkeitsdenken. Und die Burg wird bewusstlos verteidigt.
Die Lehrpersonen verweisen auf die Anforderungen von oben, die sie erfüllen müssen, weswegen sie ihren Beruf nicht so ausüben können, wie sie es eigentlich wollen. What the fuck? Das heißt nämlich übersetzt nicht, die innere Integrität ist der Maßstab ihres Handelns, sondern die Anforderung des inneren autoritären Vaters. Und das Gefühl ist nämlich, lieber die äußeren Anforderungen erfüllen und eine korrekte Pädagogin oder ein korrekter Pädagoge sein, weil das gibt dann wenigstens ein bisschen Selbstwert, als das ganze Ding in Frage zu stellen und wirklich zu gesunden. Ja, und das waren jetzt die Lehrpersonen. Wir haben noch zwei andere Gruppen an Schulen, nämlich die SchülerInnen und die Eltern. Die SchülerInnen richten ihr gesamtes Handeln nach den Noten aus. Was muss ich tun, um eine 1 zu bekommen? Und die Eltern unterwerfen sich diesem Anpassungssystem trotz massiver persönlicher Zweifel aus einer diffusen Angst heraus, ihr Kind könnte ansonsten in dieser Welt nicht bestehen. Als hätten genau diese Kinder mit der Gestaltung der Welt nichts zu tun und wären bereits also jetzt schon untertan einer Welt, wie sie jetzt ist. Also damit, denke ich, verbauen wir uns die einzige Chance, die wir auf eine andere Welt hätten. Denn diese Kinder werden die zukünftige Gesellschaft gestalten. Also alle handeln auf der Grundlage von internalisiertem Gehorsam und unterstützen auf diese Weise ein Bildungssystem, das eigentlich in meiner Wahrnehmung niemand mehr will und das vor allem nicht zukunftsfähig ist. Und zusammengefasst, fremdbestimmter Anpassungszwang, wie er in Schulen herrscht, blockiert das Ausbilden der eigenen Integrität und des eigenen Selbstwerts. Und wer selbst kein Gefühl für die eigene Integrität besitzt, wer selbst nicht frei ist, kann in anderen keinen Selbstwert erzeugen. Ein Mensch, der selbst nur folgt und wartet, dass er irgendwie gelobt wird, er sie es, erwartet, dass auch die anderen folgen. Denn etwas anderes kennt er sie es nicht. Menschen dagegen, die dem gesunden Impuls folgen, ihre Integrität zu verteidigen und darum zu kämpfen, werden in der Schule als Störung oder gar als Bedrohung wahrgenommen. Kinder, die sich widersetzen, werden durch die Instrumente des Gehorsams, das sind Belohnung, Bestrafung, Beschämung, Manipulation, in die Anpassungsspur gebracht. Auf Kosten ihrer eigenen Integrität, auf Kosten von gelebter Vielfalt, auf Kosten von Gleichwürdigkeit und demokratischen Werten. So läuft das Bildungssystem mit seinen bunten, fröhlichen Gruppentischen, gut gemeinten Demokratieplakaten an der Wand und dem leeren Versprechen von Vielfalt in Wahrheit als große Untertanenproduktionsmaschine immer weiter. Das ist eine Katastrophe. Was müssen wir tun? Unsere wichtigsten Aufgaben sind es erstens, anzuerkennen, dass die weiße, männliche, akademische Perspektive, also eigentlich nur unsere Eltern, gar nichts Schlimmes, unsere Väter, noch immer unser Denken und unsere Sichtweise bestimmen und dass wir sozialisiert mit dieser Perspektive nicht frei sind von Gehorsam und Anpassungszwang, der hier drin ist und unbewusst ist. Zweitens, wir müssten trainieren, diese Perspektive weiträumig zu verlassen und stattdessen die Integrität aller in den Blick nehmen und stärken. Ist langweilig geworden? Oh, ich bin auch fast fertig. Und zweitens eben, wir müssen diese Perspektive weiträumig verlassen. Und drittens, wir könnten Strategien entwickeln, wie wir emanzipatorische Prozesse konkret initiieren können. Und dies gelingt erstens über Beziehung, zweitens über Beziehung, drittens über Beziehung. Und dafür brauchen wir viertens klar ausformulierte Konzepte, durch die Erfahrungsräume geschaffen werden, in denen Integrität und Gleichwürdigkeit als persönlicher Gewinn erfahren werden können. Und fünftens brauchen wir eine transparente Vermittlung von Führungskompetenz. Das bedeutet Selbstführung und verantwortungsvolle Führung anderer. Ja, und das Mischpultprinzip ist ein konzeptioneller Vorschlag, wie eine solche emanzipatorische Reise begonnen, initiiert werden kann und eventuell langfristig auch Früchte tragen kann. Es gibt noch viele andere.
Aber auf den Weg machen müssen wir uns selber. Niemand kann befreit werden. Wir müssen uns selbst befreien. Und das ist auch mit Anstrengung und teilweise unguten Gefühlen verbunden. Beim Aufstieg aus der dunklen Höhle ins Licht nach draußen, ihr versteht bestimmt, welches Bild ich meine, ich kläre es auch gleich auf. Beim Aufstieg aus der dunklen Höhle ins Licht nach draußen ist das blendende Sonnenlicht leider schmerzhaft. Und wer die Burg verlässt, der wird sich erstmal schutzlos und unsicher fühlen, aber auch aufmerksamer für die Umgebung. Und wer einmal draußen ist, wird diejenigen bemitleiden, die noch gefesselt unten in der Höhle oder in der Burg versauern. Und wird die Schatten und die bemitleiden, die die Schatten an der Wand noch für die Wirklichkeit halten. Ja, und das ist natürlich eine Referenz an das Höhlengleichnis von Platon. Und dazu möchte ich eben sagen, für mich hat das Höhlengleichnis von Platon eine ganz besondere Bedeutung, weil ich diesen Stoff gleich zu Beginn meiner Zeit als Lehrerin an einer Hauptschule in Neukölln als Ausgangspunkt für eine biografische Stückentwicklung wählte und mir von vielen Leuten anhören musste, das sei ja viel zu schwer für diese SchülerInnen. Als mir meine Jugendlichen damals an der Anna-Siemsen-Hauptschule Neukölln ihre erste eigene Interpretation des Höhlengleichnisses präsentierten, dachte ich, wow, und war fassungslos. Und das war der Startpunkt für mein Nachdenken darüber, wie wir alle raus aus dieser Höhle oder der Burg kommen könnten. Und das frage ich mich seitdem jeden Tag. Was können wir tun, damit möglichst viele den Aufstieg wagen und ihn durchhalten? Diese Frage halte ich für die entscheidende Frage unserer Zeit. Und sie lässt sich mit den Schritten und Phasen jeder großen Emanzipationsbewegung beantworten. Der einzelne Mensch erkennt, dass er sie es nicht selbst das Problem ist, sondern das System, das ihn umgibt. Und dann macht dieser Mensch sich auf in die Stadt. Damit meine ich an einen Ort, wo die anderen Sehenden sind. Und mit denen verbünden wir uns. Und gemeinsam entsteht im besten Fall eine Bewegung, die vielleicht Veränderungen zum Positiven bewirkt. Für alle. Und das dauert, aber das ist möglich. Jede Emanzipationsbewegung beginnt beim einzelnen Menschen, bei dir. Willst du ein Opfer der Umstände und eine Untertanin oder ein Untertan sein oder eine Mutmacherin, ein Mutmacher für andere? Die Antwort liegt bei dir selbst. Und zum Abschluss möchte ich euch eine kleine emanzipatorische Challenge stellen. Und zwar innerhalb der nächsten 4 Wochen möchte ich euch ermutigen, eine kleine Sache anders zu machen. Einmal dem inneren Vater zu widersprechen und eine kleine Sache anders zu machen, als ihr sie sonst macht. Und das könnt ihr euch jetzt gleich in einem kleinen Raum quasi überlegen, hier in diesem Raum mit all den anderen. Und wenn euch was eingefallen ist, eine kleine Sache, die ihr anders machen wollt, eine kleine Selbstbefreiung, dann könnt ihr sie eurer Nachbarin, eurem Nachbarn erzählen. Weil es ist natürlich schön, wenn man sie erzählt, dann seid ihr mehr daran gebunden, es eventuell wirklich zu tun. Und natürlich, genau wie Tara, und damit kommen wir nämlich zum Ende dieses Tages, gehe auch ich in Vorleistung. Und widerspreche meinem inneren Vater. Ich habe nämlich, als ich über diesen Punkt im Vortrag nachgedacht habe, da wusste ich sofort, dass ich dazu eine Musik spielen möchte. Und mein Herz ist zum Horizont galoppiert und dann wurde alles wieder eingepackt, weil dann habe ich gedacht, nein, das darfst du nicht machen. Jetzt hast du dir so viel Mühe gegeben. Und wenn dann so eine Musik kommt, dann sagen wieder alle Leute, damit hast du jetzt so pathetische Soße über alles ausgekippt und jetzt wurden wir emotionalisiert und manipuliert und jetzt kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen und das ist jetzt dann nicht mehr intellektuell genug. Und dann habe ich plötzlich gedacht, das ist gar nicht meine Stimme. Das ist mein akademischer weißer Vater. Denn ehrlich gesagt, in meinem Leben habe ich noch nie die Erfahrung gemacht, dass ein ehrliches, starkes Gefühl dumm macht. Sondern ganz im Gegenteil, meine Erfahrung ist, dass das Verdrängen von Gefühlen gefährlich ist.
Und zu einem Gefühl zu stehen und sich zu trauen, es auszusprechen und ein Gefühl zu zeigen, das ist eigentlich das, was uns erst zu Menschen macht. Und wer jetzt sagt, ich will dieses Musikstück nicht, das ist halt das Lustige. Da, Veto. Ich erzähle euch, was ich gut finde. Und das ist nur meine Sache. Und ihr könnt wählen. Und entweder ihr denkt während des Stückes hier darüber nach, über eure emanzipatorische Challenge. Oder ihr geht halt raus oder haltet euch die Ohren zu. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Und ich möchte jetzt eben zum Abschluss Emily Sondé einladen in diesen Raum quasi. Denn sie hat ein Lied gesungen, das einfach zu 100% das ausdrückt, was ich meine an dieser Stelle. Und ich glaube, dass sie es auch noch viel besser, gerade dadurch, dass es ein Gefühl erzeugt, dass sie es nochmal auf einer anderen Ebene auch nochmal in diesen Raum bringen kann. Und deswegen möchte ich meinen Vortrag mit Emily Sondé beenden. Und ihr werdet das Musikstück, wenn ihr drin bleiben möchtet, hören, den Text auch an der Leinwand sehen. Und ihr habt diese Zeit, während das Musikstück läuft, um darüber nachzudenken, wo möchte ich meinem inneren Papa einmal widersprechen und etwas anders machen. Und vielleicht wäre das der Anfang. Und ich danke euch und werde jetzt Emily Sondé weitersprechen lassen. Thank you.